Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video möchte ich das kleine Projekt aus dem letzten Video ein wenig fortführen und eine kleine Erweiterung vornehmen. Wir hatten dort Buchobjekte erstellt und in einem Array gespeichert, um sie dann auf einer Webseite ausgeben zu können. Diese Buchobjekte waren relativ einfach aufgebaut. Sie besaßen drei Eigenschaften, einen Autor, einen Titel und einen Preis. Und Objekte konnten mit diesen drei Eigenschaften in ein Dokument ausgegeben werden, in dem wir mit DocumentWrite einen Absatz erzeugt haben, in dem wir genau diese Angaben geschrieben haben. Wir konnten außerdem noch den Preis eines Buchs nachträglich ändern und hatten dafür eine Methode geschrieben. Das waren die Eigenschaften und Methoden, die wir bislang für unsere Objekte hatten. In diesem Video soll es nun darum gehen, dass wir das ein wenig erweitern. Wir wollen zusätzlich zu den vorhandenen Eigenschaften eine weitere Eigenschaft speichern können. Wir wollen nämlich ein Titelbild für ein Buch angeben können. Dieses Titelbild muss allerdings nicht bei jedem Buch vorhanden sein. Das heißt, wir werden Bücher mit Titelbild haben, aber wir werden auch Bücher ohne Titelbild haben. Deshalb nennt man so etwas auch eine optionale Eigenschaft, eine Eigenschaft, die vorhanden sein kann, aber nicht vorhanden sein muss. Nun stellt sich die Frage, wie wir ein solches Titelbild überhaupt an einem Objekt speichern können. Nun, Bildobjekte haben wir noch nicht. Was wir aber machen können, ist, dass wir eine Zeichenkette angeben. Wir wissen ja, dass wir in HTML-Seiten mit dem Image-Tag und über das SRC-Attribut eine Zeichenkette angeben können, die ein Bild repräsentiert. Spitze Klammer auf, IMG, SRC gleich und dann in Anführungszeichen den Bildnamen, Spitze Klammer zu. Zwischen den Anführungszeichen geben wir dann einen Dateinamen bzw. eine Pfadangabe mit einem Dateinamen an. Genau das können wir hier auch machen und deshalb werden wir schlicht und ergreifend eine Zeichenkette angeben, nämlich den Namen einer Datei, in der sich genau das Titelbild dieses Buchs befindet, sodass wir das entsprechend auf unserer Webseite anzeigen lassen können. Wir müssen dafür sorgen, dass wir dieses Bild als Eigenschaft anlegen können, also diese Zeichenkette an den Objekten speichern können. Das wollen wir beim Konstruktor direkt mit berücksichtigen, aber eben als optionale Eigenschaft. Wir wollen außerdem in der Lage sein, nachträglich ein Bild hinzuzufügen. Dafür soll eine separate Methode geschrieben werden, die uns genau das ermöglicht. Und wir müssen daran denken, dass wir bei der Ausgabe unserer Buchobjekte berücksichtigen, dass ein Bild vorhanden sein kann, aber nicht sein muss. Wenn bei einem Buch kein Titelbild vorhanden ist, darf natürlich auch kein Image-Tag mit einem SRC-Attribut geschrieben werden, das ja leer wäre, weil ja da gar nichts drinstehen könnte, wenn kein Bild vorhanden ist. Also müssen wir dafür sorgen, dass genau das nicht passiert und das müssen wir, wie gesagt, bei der Ausgabe unserer Bücher mit berücksichtigen. Schauen wir uns unser verändertes Klassendiagramm einmal kurz an. Das sieht dann so aus, dass wir jetzt eine zusätzliche Eigenschaft Cover haben, die wie gesagt eine Zeichenkette sein soll und dass wir zusätzlich außerdem eine Methode SetzeCover haben, mit der man die entsprechende Eigenschaft nachträglich hinzufügen kann. Dieser Methode kann ein Dateiname, also eine Zeichenkette, übergeben werden, die dann in der Eigenschaft Cover gespeichert wird. Damit gehen wir auch schon wieder hinüber in unsere Entwicklungsumgebung und sehen zu, dass wir das auf die Reihe kriegen. Auch hier möchte ich euch wieder vorschlagen, das Ganze Schritt für Schritt nachzuvollziehen und bei euch auf eurem eigenen Computer ebenfalls ans Laufen zu bringen. Stetes Üben höhlt den Stein. Hier sehen wir jetzt den Stand, den wir am Ende des letzten Videos erreicht hatten. Das heißt, wir haben hier unsere Buchobjekte mit den drei Eigenschaften Autor, Titel und Preis, mit der Methode SetzePreis, wo wir einen neuen Preis angeben können, und mit der Methode toString, die eben entsprechend ein Buch ausgibt. Und wir hatten in unserer HTML-Datei die Möglichkeit, eben Bücher zu erzeugen mit dem New und dann der Angabe des Konstruktors sowie entsprechenden Parametern, die wir hier angeben. Und wir konnten diese dann beispielsweise in einem Array speichern. Wir hätten auch andere Dinge damit machen können, aber wir haben sie in einem Array gespeichert und haben dann dieses Array durchlaufen und ausgegeben und dafür gesorgt, eben, dass wir anschließend auch noch einen neuen Preis für eins dieser Bücher einmal setzen, einfach um das auszuprobieren, ob das auch alles funktioniert. Und in dem Fenster hier rechts sehen wir halt, wie das alles tatsächlich funktioniert hat. Jetzt wollen wir also unser Buchobjekt erweitern. Das heißt, wir wollen eine weitere Eigenschaft hinzufügen und die soll heißen Cover. Die kann, wie gesagt, leer sein. Dann, wenn sie immer leer wäre, dann würden wir sie hier einfach nur anlegen und würden hier das Semikolon hinmachen und wären damit fertig. Dann könnten wir es aber im Konstruktor nicht schon ein Cover mit angeben. Was wir aber stattdessen machen wollen, ist, dass wir das Cover optional angeben. Und das geht auch, indem wir hier eben einen weiteren Parameter übergeben. Ich nenne ihn beispielsweise einfach mal C. Wenn es ein Pflichtparameter wäre, also ein Parameter, der immer vorhanden wäre, könnten wir das jetzt auf diese Art und Weise machen, genau wie wir das mit den anderen drei Eigenschaften ja auch schon gemacht haben. This.cover gleich C, dann würde die Zeichenkette, die übergeben wird, hier entsprechend gespeichert werden. Aber wir wollen dafür sorgen, dass eben, wenn dieser Parameter nicht vorhanden ist, dass dann ein Standardwert in diese Eigenschaft geschrieben wird. Und dafür können wir hier einfach eine Vorgabe machen und die sieht jetzt einfach so aus. Das heißt, wenn also vier Parameter an den Konstruktor übergeben werden, dann würde der Parameter C eben einen Wert enthalten entsprechend und hier gespeichert werden. Wenn man aber den Parameter kurzerhand weglässt, dann wird dieser wie eine lokale Variable, die die leere Zeichenkette enthält, in diesem Fall behandelt. Und
Diese Zeichenkette, die hier also angegeben ist, würde entsprechend hier drin gespeichert werden. Auf diese Art und Weise können wir also eine optionale Eigenschaft hier berücksichtigen. Jetzt müssen wir allerdings noch dafür sorgen, dass unsere Methode toString das mit berücksichtigt, dass diese Eigenschaft nicht unbedingt existieren muss. Wie können wir das nun machen? Naja, wir können auf jeden Fall ja schon mal das meiste von unserem Ergebnis hier ausgeben, nämlich den Autor, den Titel und den Preis. Da wissen wir ja, dass die auf jeden Fall da sind. Aber die optionale Eigenschaft, die müssen wir nun überprüfen, ob sie existiert. Und das können wir am einfachsten dadurch machen, indem wir hier ein if hinschreiben und dann abfragen, ob die Eigenschaft cover, ob die ungleich der leeren Zeichenkette ist. Nur wenn die ungleich der leeren Zeichenkette ist, dann wollen wir nämlich jetzt unser Bild hier mit einbinden. Und das können wir tun, indem wir eben in unsere Variable Ergebnis, wo wir ja die Zeichenkette drin zusammenbauen, den bisherigen Wert von Ergebnis nehmen und dort hinten anhängen, kurzerhand eben eine Zeichenkette, die besteht aus dem Image Tag, src gleich und die Anführungszeichen. Und weil ich meine Bilder, wir sehen das hier unten schon, eben im Unterverzeichnis Bilder liegen habe, möchte ich das hier direkt fest verdrahten und sage eben, die Bilder liegen immer da. Dann kommt dieses Anführungszeichen, das Schließende, das dürfen wir tatsächlich an der Stelle noch nicht machen. Daran hängen wir jetzt an den Dateinamen, der in der Eigenschaft Cover gespeichert ist. Wie gesagt, wir sind ja in dem Fall, dass die Eigenschaft Cover nicht leer ist, das heißt, der enthält also einen Dateinamen. Und daran hängen wir nun also wieder an, als Zeichenkette wiederum, Anführungszeichen und eine spitze Klammer zu. Und dann kommt ein Semikolon dahinter. So, das müssen wir uns jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Was machen wir hier gerade? Hier sehen wir schon ganz viel verwirrende Anführungszeichen. Das ist einer der Gründe, warum ich immer gesagt habe, in JavaScript verwenden wir die einfachen, in HTML die doppelten Anführungszeichen. So kann man hier schon mal nicht durcheinander kommen. Was wir also hier jetzt sehen ist, was hier geschrieben wird, nämlich spitze Klammer auf, P, spitze Klammer zu, dann eben der Name des Autors, dann ein Doppelpunkt, ein Leerzeichen, dann käme der Titel, dann käme ein Punkt, dann käme der Preis. Und jetzt sehen wir schon, haben wir ein Problem, jetzt käme nämlich hier das schließende P-Tag. Da kümmern wir uns gleich noch drum. Und daran angehängt würde jetzt also spitze Klammer auf, IMG, SRC gleich, Anführungszeichen, Bilder, Schrägstrich. So, und jetzt endet unsere Zeichenkette da oben in dem, was wir da geschrieben haben. Jetzt käme die Eigenschaft des Wertes Cover, also wenn das Bild zum Beispiel tagmond.jpg heißt, würde da jetzt also stehen tagmond.jpg. Und jetzt geht es hinten mit den Anführungszeichen, mit den JavaScript-Anführungszeichen, mit den einfachen wieder weiter. Und da schreiben wir als allererstes ein doppeltes Anführungszeichen und da hinten dran eine spitze Klammer. Und wir sehen, dass das, was wir hier erzeugt haben, gültiger HTML-Code ist, um ein Bild einzubinden. Das Einzige, was ich jetzt hier gerne noch ändern möchte, ist, dass mir das P-Tag an dieser Stelle hier nicht gefällt. Ich hätte das gerne ganz am Ende hier stehen. Also sorgen wir dafür, indem wir hier das P-Tag wegnehmen. Und jetzt müssen wir das P-Tag eben hinten hinter das Ergebnis noch wieder anhängen. Das heißt, hier hinten dran schreiben wir jetzt noch einmal Ergebnis gleich Ergebnis plus und jetzt wieder in die einfachen Anführungszeichen das schließende P-Tag. Auf diese Weise ist garantiert, dass egal ob ein Bild vorhanden ist hier, also ob die Eigenschaft Cover vorhanden ist oder nicht, auf jeden Fall auch das schließende P-Tag geschrieben wird. Wäre kein Bild vorhanden, würde dieser Teil komplett fehlen, weil dann ja die If-Bedingung nicht erfüllt wäre. Dann sähe unsere Zeile also so aus. Wenn ein Bild vorhanden ist, sieht sie hingegen so aus. Das, wie gesagt, nur als unser Notizzettel, den wir hier haben. Das nehme ich jetzt wieder weg, weil das hier nichts zu suchen hat. Das sollte nur einmal dazu dienen, dass wir jetzt sehen, was wir hier tatsächlich tun. Wunderbar. Jetzt möchte ich noch eine Methode hinzufügen, hatte ich gesagt. Ich möchte noch die Methode setzeCover haben, mit der ich nachträglich ein Titelbild hinzufügen kann. Dann definieren wir die einfach. Das kennen wir mittlerweile schon. Da können wir das machen, dass wir hier jetzt eben einen Dateinamen angeben. Und was wir wollen, ist natürlich, dass dieser Dateiname, also diese Zeichenkette, die wir da erhalten, in der Eigenschaft this.cover gespeichert wird. Und das ist schon alles. Damit sind wir an dieser Stelle fertig. Speichern das. Wir gehen in unsere Datei buch.html und wollen das jetzt natürlich ausprobieren. Das heißt, als Erste, was wir machen, ist, dass wir hier oben zum Beispiel mal bei diesem Buch ein Cover mit angeben. Das Buch heißt Whale Rider und das Bild dazu, was ich mir dazu ausgesucht habe, heißt whalerider.html.
JPG. Das muss ich natürlich irgendwo liegen haben und wir stellen fest, wenn wir in den Bilderordner reingehen, da habe ich das natürlich schon mal vorbereitet. Da liegen also die Titelbilder, die ich hier gerne jetzt verwenden möchte. Das heißt also, das erste Buch erhält schon mal hier eben auf diese Art und Weise ein Titelbild. Das zweite Buch, was wir hier haben, erhält ebenfalls ein Titelbild. Das dritte Buch lassen wir einfach mal ohne Titelbild und jetzt gucken wir mal, ob das hier drüben funktioniert. Und wir sehen, ja, das klappt tatsächlich. Das sieht nicht schön aus, das war auch nicht das Ziel der Sache, aber wir sehen zumindest, das funktioniert hier schon mal. Die Bücher werden eben jetzt auch mit Titelbild angezeigt und auch hier scheint alles korrekt zu sein. Wir könnten jetzt mal in den Inspektor gucken und stellen dann eben fest, dass eben auch hier das dritte Buch, was wir hier haben, eben korrekt ausgegeben wird, ohne eben, dass wir ein Bild haben, ohne dass ein Image-Attribut mit ausgegeben wird, wie es eben auch sein muss. Hätten wir die if-Abfrage nicht in der Methode, dann würde das hier nicht passieren, dann würde hier ein leeres Bild-Tag stehen und das würden wir hier auch sehen, mitunter jedenfalls. Also es wäre auf jeden Fall fehlerhaftes HTML, was wir dann erzeugen würden. Was wir jetzt noch ausprobieren wollen, ist allerdings, ob auch unsere Methode SetzeCover funktioniert. Wir haben das dritte Buch, das hat ja noch keinen Cover und das lassen wir jetzt hier zunächst mal auch so stehen, wie das da ist. Und wir machen das ähnlich wie mit dem Preis. Wir fügen jetzt einfach mal nachträglich ein Cover hinzu, Punkt Setze Cover. Und da müssen wir eine Zeichenkette jetzt übergeben. Das Buch heißt Warriors, so habe ich auch das Cover genannt. Und jetzt sollte also das Buch bei der ersten Ausgabe hier oben noch kein Cover haben, aber nachdem wir den Preis geändert haben und das Cover hinzugefügt haben, sollte hier unten jetzt entsprechend auch das Buch mit Cover ausgegeben werden. Das probieren wir auch einmal aus und wir sehen, das klappt tatsächlich. Damit sind wir auch schon wieder durch. Was wir jetzt zusätzlich gelernt haben gegenüber dem letzten Mal ist, wie wir ein vorhandenes Objekt noch einmal erweitern können. Das aber ist relativ einfach, denn das haben wir im Prinzip auch vorher schon gemacht, wenn wir Methoden erst nach und nach geschrieben haben. Wir haben hier jetzt eine weitere Methode hinzugefügt, wir haben aber insbesondere kennengelernt, wie wir eine optionale Eigenschaft berücksichtigen können, und zwar so, dass sie wahlweise im Konstruktor mit angegeben werden kann. Sie muss nicht angegeben werden, sie kann aber mit angegeben werden. Wir hätten auch sagen können, dass wir das nicht ermöglichen und das Hinzufügen eines Covers ausschließlich über eine separate Methode nachträglich erlauben. Auch das wäre möglich gewesen. Hier aber haben wir, wie gesagt, die optionale Eigenschaft sowohl im Konstruktor mit berücksichtigt, das heißt, sie kann dort mit angegeben werden, wenn der Benutzer das möchte. Sie kann aber auch über eine separate Methode nachträglich angegeben werden. Außerdem muss sie nicht vorhanden sein. Das ist gemeint, wenn wir von einer optionalen Eigenschaft sprechen. Und das muss dann mit berücksichtigt werden, wenn wir eine Zeichenkette für die Ausgabe erstellen und gegebenenfalls auch an anderen Stellen, falls wir noch andere Methoden haben, die davon abhängig sind, ob eine bestimmte Eigenschaft vorhanden ist oder nicht. In diesem Fall ist es relativ einfach. Wir haben nur diese eine Methode toString, die als einzige mit berücksichtigen muss, ob die optionale Eigenschaft vorhanden ist oder nicht. Damit sind wir dann auch mit diesem Beispiel durch. Tschüss, bis zum nächsten Video.